Yo, Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Ja, wir werden diesen Part unserer Liga stellen. Die Pokémon-Liga ist ein Ort, an dem nur eigentlich ein einziges Gesetz gilt, das ist stärker. Ihr seht hier übrigens gerade wieder hier so 22:29 Uhr, richtig geil, 10:30 nachts, aber ich habe gerade Bock auf die Liga und jetzt machen wir die Liga. Und Stärke beweist man hier am besten, indem man die Top 4 in den Champs sieht. So einfach ist das. Top 4 kann einen jeder zum Kampf rausholen. Erst, wenn du sie alle bezwungen hast, gibt sich der Champ die Ehre. Auf Vorsicht, hast du erst einmal den Federhandschuh geworfen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Gefechte zu deinen Gunsten entscheiden oder durch eine Niederlage ausscheiden. Müsst du ein Glück versuchen? Ja, nun dann auf geht's. Ja, unser Team ist leider sehr semi aufgestellt, wie ihr sicherlich wisst. Top 4 ist sehr, sehr merkwürdig in Einhalt. Ich kann euch hier mal das Team zeigen. Das ist Fabio. Alle 48. Dann haben wir hier Sturzflug noch dazu bekommen. Das bin ich eigentlich relativ froh. Wir sehen hier, der physische Angriff ist deutlich höher als der spezielle. Deshalb ist ganz okay. Ja, ich habe Surf jetzt einzig Wassertag. Jetzt muss überreichen. Bei Voltula, bei Mika hat sich nichts geändert. Bei Leo auch nicht. Bei Jan eigentlich auch nicht. Bei Zero habe ich Kreuzschere und Durchbruch noch beigebracht. Da wäre es ja cool, wenn die da noch ein paar starke Attacken hätten. Aber, naja gut, entwickelt sich erst auf 52, das werden wir wahrscheinlich hier in der Liga nicht mehr schaffen. Das muss halt im Postgame auf sich warten. Und wir beginnen, soll ich sagen, gegen die Geist. Wir können sogar Zero tatsächlich mal schauen, was er so reißt am Anfang. Wem könnte ich den leaden? Er sieht auf jeden Fall Skelapor, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß übrigens auch nicht, welche Level die haben. Es könnte sein, die zerstören sie jetzt komplett, aber wahrscheinlich 48 bis 50, oder? Na, schauen wir uns mal. Die feuerglodernden Augen des Mannes stachen aus dem finsteren Hakengesicht hervor, wie eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles um die Gerechtigkeit willen zu opfern. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Anregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu klimpflich aus. Ach, es liegt schade um ihn. Aber genug, der gefühlst du es leid. Du bist ebenfalls Trainer und du willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst, denn ich bin Anissa, dem Eistrainer Geist-Pokémon. Jetzt kommt diese Musik! Das ist kein McDonald's Coca-Cola-Glas, keine Werbung hier. So, wir können erzählen mit echt na toll, das ist tatsächlich 48. Jesus Christ, also das war eigentlich erstmal ein schlimmster Albtraum. Gut, weil in den Top 4 hat jeder leider nur 4 Mons. Ich habe konzentriert, ich dachte, wenn ich jetzt Siegeswille. Ah, ich fürchte, werde ich jetzt ein bisschen draufhauen müssen mit meinen Attacken. Bis wir dem dann mal Schaden machen können. Es geht zum Glück das ehrlich daneben. Das wäre es noch wirklich sehr traurig gewesen, hätte das noch getroffen. Ich juckt die ganze Zeit in der Nase, ey. Unglaublich. Ein ehrlich getroffen, das wäre wirklich der Mega. Also es wäre die Auszeit zur Unzeit gewesen, wenn man so gern sagt. Oh, jetzt trifft es mit ehrlich. Und fürchte leider, es wird die nächste Top-Genesung kommen, deswegen ich mal auf einen Feuerheiler tatsächlich, von denen ich ja natürlich so viele habe, weil ich gedacht habe, das braucht man nicht. Jo. Ah, nächste Top-Genesung ist sehr ärgerlich. Und gut, hätten wir die irgendwann schon. Ich denke, mehr als zwei werden die nicht haben. Das wäre ein bisschen hart. Und jetzt kommt der Crit, sehr schön. Was ehrlich trifft zwar wieder, aber sollte sie jetzt nicht mehr. Sollte es den nächsten Hit nicht mehr tanken. Na, Zero hat schon einen guten Job, man hat echt das was im Weg geräumt, gefällt mir. Und bei Top-Genesung, das ist fast noch wertvoller. Denn jetzt kann die Rose gegen Gigantes einen guten Job hoffentlich abliefern. Das kann das Steinkart im schlimmsten Fall, aber ich hoffe mal, das tankt den Surfer nicht. Ah, die Items wollte ich noch gucken, weil die habe ich leider vergessen. Oder vergessen. Ja. Okay, es geht auf Fluch. Das ist natürlich nicht gut, aber ein Viertel Abzug ist besser, als wenn wir eine Steinkante bekommen würden.
Gut, jetzt kommt Skelabra, da wäre ich natürlich mit Rose hier drin geblieben, kann ich jetzt aber nicht. Könnte ich auf Leo gehen oder Fabio? Ich kann mal mit Leon plus 1 probieren. Das ist wirklich interessant. Weil das Ding ist halt schon ziemlich strong. Aber wir sind sogar schneller, das ist ärgerlich. Gegenstoß, okay, das ist absolut irrelevant. Drachenklaue. Ja, gehen wir auf Drachenklaue mal, das direkt einfach mal den Damage drücken. Bevor es nicht auf die Idee kommt, hier irgendwas auszuwechseln. Der macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Ah ne, doch nicht. Gut, das Grauenzahn, ja, das macht echt wenig Damage. Ah, das ist ja auch weiblich, stimmt. Das habe ich ja komplett vergessen, dass wir ja noch die Rivalität immer gegen uns spielen haben. Dass wir dann gegen die anderen Top 4 hoffentlich beste müssen, gegen die männlichen. 5k IP einfach mal, als ob. Gut, Apokalypsenfall für mich. Sind wir doch gegen die ersten Top 4 ganz gut durchgekommen. Dann können wir das gemütlich uns heilen und gleich dann zum nächsten fortschreiten. Ich glaube, ich werde auch, wenn das möglich ist, alle in diesem Part hier versuchen zu machen. Oh, Donnerblitz sollte two-shotten. Ja, Surf heißt zwar wieder auch eine Attacke, die wir halt fressen müssen. Gut, Mai. Techno und Epilog unserer Geschichte. Dann denk mal ein bisschen länger drüber nach, denn jetzt können wir zum Epilog kommen. Boah, ich bin sprachlos. Da kenne ich so viele Wörter und doch will es mir nicht gelingen, aus ihnen einen Satz zu knüpfen. Der Situation bestimmt werden all meine Worte auch nur. Wer soll das bitte lesen? Jesus Christ. Das geht ja im Leben nicht. Tut mir leid, zunächst muss ich meine Pokémon aufrichtig um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und tröstlich. Jetzt kann es kaum in Worte fassen. Soll ich keine Vorwürfe machen. Immerhin kann auch jedem im Kampf. Das kann auch immer in jedem Kampf passieren. Wie dem auch sei. Ich bin immer noch Mitglied Top 4. Ja, gut, die wurden schon ein bisschen geschlachtet, ihre Mons. Ich bin mir jetzt hier wieder mittig so vor der Kamera bin, das irgendwie. Alles strange, das setzt besser, so gefühlt. Das ist ein bisschen zu weit. Perfekt. Ah, das ist immer nah bei den Krampf, das zu justieren jedes Mal, aber gut, Mai. Kumomilch. Haben wir einmal verdient. Zweimal. Ich werde sie auch immer voll heilen, das ist. Ja, okay, bis auf jetzt die paar KP bei Zero, das ist nicht so schlimm. Wichtiger ist, glaube ich, eher der Feuerheiler. Solange wir noch Feuerheiler haben, werde ich auch die spielen. Gut, ich erwarte nicht, dass wir bei den Top 4 noch allzu viel leveln. Schutz wirkt nicht mehr, was du nicht sagst. Jetzt kommt der Unlicht-Typi. Er liegt, glaube ich, mit Cleopatra, wenn ich mich da nicht täusche. Das ist definitiv ein Fall für Fabio, würde ich vorschlagen. Das Bantico übrigens auch nicht beschleunigt, jetzt müssen wir wieder abwarten, bis es da oben ist. Derzeit gönne ich mir noch was zu trinken. Nur Wasser heute, kein Energy, kein Alkohol, nichts. Alles ganz gut. Das ist irgendwie der langweiligste Salz vom Hochgehen. Das haben sie in Weiß 2 definitiv besser gelöst. Ach du grüne Neune. Habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist ja auch Wurst. Wurscht. Ist richtig geil. Ich bin jedenfalls Erster von den Top 4 und somit dein Gegner im nächsten Kampf. Wie Eiskalt so, ach du Scheiße, wie irgendwas verpasst. Ja, da kam Andy auch kurz vorher durch, hat schon mit Zekrom einfach alles niedergemäht. Scheiß Legi-Noob. Es kommt Irokex, das ist unerwartet. Unexpected but not unwelcome, wie ich so gerne immer sage. Das hat Hochmut. Ich habe ihm den Stromschutz, habe ich gesagt, dass ich ihm das gegeben habe. Ja gut, beide mal einen Durchbruch eine Runde austeilen. Alter, wie wenig Schaden das macht. Das hätte ich nicht erwartet, weil eigentlich Flambirex ja gar nicht so viel tankt. Gut, gegen Unlicht sind unsere Waffen natürlich etwas beschränkt. Boah, der spielt echt die ganzen Hochmut-Dinger, aber ich dachte, er hätte immer Cleopatra gehabt, aber gut.
Was sein stärkstes Mon? Ist das Rabigator schon? Nee, das hätte mich auch gewundert. Was kann das denn sein? Ah, Zesurio, natürlich. Schmarotzer macht auch eine Menge Schaden, leider. Das ist vor allem schneller. Wie kann das schon wieder sein, Schwaroness? Na gut, immerhin One-Shot. Ich habe ja nichts gesagt. Cleopatra, tatsächlich. Gut, dann Fabio. Sollte mit Cleopatra und Zesurio ganz gut klarkommen. Das sollte kein Akt sein hier. Dum-dum-dum. Das ist eigentlich auf die ganze Mogelhieb-Quatsch da. Ja, Mogelhieb. Ja, natürlich ein Crit, was sonst? Star Eroas, sie hat's gerade. Ich wollte es gerade sagen, dass das befürchtet, dass Star Eroas hat. Jetzt mal schauen, dass wir gegen Zesurio ohne größere Damage durchkommen. Zesurio sollte nicht schneller sein, oder? Ich heile lieber mal. Ich möchte da kein Risiko eingehen. Wenn die eine wieder wegstirbt, dann dauert das wieder so ewig, bis wir den wieder geheilt haben. Aeroas hat das auch. Okay, oh, das wird aber viel Schaden machen, vermute ich. Naja, geht. Wichtig ist, dass wir den Top-Genesung umspielen. Hm, ja, das war schon viel Schaden. Aber gut. Alles richtig gemacht im Endeffekt. Level 49. Es war gut, dass ich da noch gelevelt habe. Das hat ewig gedauert, aber... Ja, ich versuche das gar nicht mehr zu lesen, weil das kann man nicht. Ob man uns ein Bestes gegeben hat, ob es das Schicksal gut mit einem oder eher schlecht gemeint hat. Eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lorbeeren des Siegerkranz eine erhabene Pracht. Und von deinem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. Okay. Lava ist da jedes Mal so shit, wenn er verliert. Gut, hier die Kraftwurzel. Und da die Kumu-Milch. Und dann... Dürfte wahrscheinlich bald schon. Dürfte jetzt Jan bald seine Auftritte bekommen hier und sei echt toll. Jetzt kommt entweder Geist, nicht Geist Psycho, jetzt kommt erst Psycho, gell, der Nachkampf. Mhm. Ah, wisst mal, mit wem die leadet, ey. Ich werde mal mit Mick leaden. Wobei ich könnte auch mit Jan rein. Ja, ich gehe mal mit Jan rein. Mick ist eher was für die gewissen Situationen. Hm. Das Ganze, der kratzt, ist echt strange. Mein Mailprogramm ist wieder offen. Läuft. Uzla Thunderbird, geiles Ding, by the way, wenn ich es mal so sagen darf. Was zum Geier? Wer hat die Dreistigkeit, mich in meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören? Du scheinst mir ein starker Trainer zu sein, der es versteht, Stärke und Sattung zu vereinen. Ah, bitte erspare mir, bitte ein langweiliges Duell. Ich kann mir gerne jetzt schon kaum noch unterdrücken. Ich glaube, das ist Lady Cutlia aus dem Kampfpalais in Pokémon Platin, Freunde. Ich bin mir ziemlich sicher, das passt einfach wie die Faust aufs Auge vom Charakter von allem. Und es kommt Zytomega wie befürchtet. Beziehungsweise, was heißt befürchtet? Das ist eigentlich ganz okay, weil ich hatte... Oh shit, ey, das macht aber viel Damage. Okay, wir critten das einfach mal weg, warum nicht? Hätte ich jetzt auch so gemacht, auf jeden Fall. Es kommt zum Niveau ran. Zum Niveau, aber bin ich ziemlich überzeugt, hat nichts gegen Unlicht. Bin ich sehr überzeugt davon, dass es nichts gegen Zero machen kann. Wie seht, ich lasse auch die Unterentwicklung hier, also die noch nicht fertig entwickelten Monster kämpfen in der Liga. Wie ist das einfach? Das macht gut Damage. Ja, Ladestrahl ist nicht so schlimm. Er sollte das mit dem Evoliten gut wegschlägen. Ja, perfekt. Ist das Problem, dass wir wahrscheinlich wieder das in die Top-Genesungs-Range bekommen. Und halt doch, wenn das so mehrfach seine Attacken durchbekommt, dass dann schon viel Schaden macht. Ja, das ist blöd. Es fehlt leider ein bisschen die Durchschlagspower hier auf unseren Angriffen. Aber es kommt der Crit. Sehr schön. Cool, die nächste Top-Genesung. Ja, das war klar.
Das ist ein bisschen lame, dass ihre Top-Genesung nicht so krass spammen. Wir kommen bis jetzt erstaunlich gut durch, das gefällt mir. Gerade auch das Omnivore hat ja effektiv keine Chance. Jetzt geht sogar noch die Attacke daneben, das heißt, wir können auf Kreuzschere gehen. Ist ja auch sehr effektiv. Wunderbar. Zero macht den richtig ansprechenden Job, und jetzt kommt halt leider unsere beiden Monster hier angeschlagen. Das heißt, ich werde es fürchterlich ein bisschen was opfern müssen. Morbitest sogar ihr stärkstes. Evoli, der schnüffelt, okay. Boah, das nutzt das eiskalt aus, dass es jetzt die Initiative hat, um sich zu boosten, aber es sieht keine Top-Genesung mehr. Ich weiß halt nicht, was das kann. Oh, es kann Donnerblitz, okay, das tankt im Leben nicht. Schade, Zero, guten Job gemacht. Sonst geht es darum, das Ding zu erledigen. Leo. Ich zähle auf dich. Ah, scheiße, ich den hier nicht reinschicken soll. Das ist ja doch. Ist noch unterlegen von dem. Vom Geschlecht her. Ja, wäre das gleiche Geschlecht gewesen, ist das weggehauen. Ui, da, als ob der Crit kommt. Puh, das ist ganz schön hart, das Mobitest hier gerade, was das abzieht. So, die Ampelleuchte muss es erreichen. Der Crit war gerade schon sehr, sehr mies. Ja, natürlich kommt auch ein Simulare, was denn sonst? Aber Simulare ist ja unsere Spezialität, wie ihr wisst. Den drückt man von Donnerblitz rein. Gut, dass ich hier mich noch für das Late Game des Kampfes aufgehalten habe. Das hat sich gelohnt. Sind noch so Sweeper am Schluss noch übrig zu haben, ist immer perfekt. Und 49. Das ist gerne ein großartiger Trainer. Selbst ein Teamzeug von Klasse war mir eine wirkliche Freude. Gibt es nicht noch andere Mitglieder der Top 4, denen du den Tag verderben kannst? Sei schon so gut und lass mich wieder in die Federn kriechen. Haha, wie geil. Die alle hat einfach keinen Bock auf mich. Ist das schon hart, ey. Muss mal Beschwerde einreichen, dass die ihres Amtes da enttoben wird. Ja, Zero brauche ich eigentlich nicht mehr. Wer weiß, vielleicht kommt sie mal hart auf hart und... keine Ahnung. Leider weder Tiefschlag noch Nachthieb, das ist das Problem. Ich will, glaube ich, bei meiner Strategie mit Echnatol bleiben. Das ist ganz gut, auch gegen den Kampftypen. Wir sind jetzt schon Top 4, ist so semi-hart, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich definitiv Fairtrade-Challenges hier in der Liga, dann zum Beispiel der Champ. Was das ganze Elektrozeug dabei, by the way, war, fragt mich nicht. Eugen haben wir schon mal fast kennengelernt am Wendelberg. Müsstest du dich mir also stellen, was mein Name ist Eugen? Ich trainiere unter Meister Lauro, um den Umgang mit Kampfpokémon zu perfektionieren. Mein Meister hat dich in höchsten Tönen gelobt. Ich würde mir selbst gerne ein Bild von deiner Stärke machen, wenn du erlaubst. Ja, müssen wir jetzt hier, oder? Ein bisschen zu trinken einschenken noch. So, er beginnt mit Dewey Testo, das ist okay, würde ich mal sagen. Sollte eigentlich in uns nicht großartig was haben. Vielleicht Erdbeben im schlimmsten Fall, aber sonst nichts. Ah, Gegenstoß wieder. Oh. Nervig. Wow, das war wenig Schaden. Oh, Adrenalin, gut, dass wir einen Mummy haben. Uns wäre das jetzt wirklich abgegangen, das Ding wie Schmidts Katze. Ja auch mal probieren können, es auf Aussetzer zu gehen. Das wäre, glaube ich, auch mal gar nicht so eine schlechte Taktik. Beulenhelm, Würde, das ist einfach so. Das ist so gnadenlos effektiv, das ist unglaublich. Oh nein. Als ob der das jetzt hier getankt hat. Man kriegt auf jeden Fall mal einen Spukball jetzt. In der Hoffnung, dass es halt, ja, das reicht. Das Ding halt aber echt viel aus, hätte auf ehrlich gehen sollen.
Alter, fix, jetzt wäre das Ding das auch noch ab, ey. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Crit. Danke, dass man es ehrlich durchkommt. Kommt eh gleich die Top-Genesung. Aber egal, ich muss auch heilen, von daher passt das schon. Hat immerhin schon nicht Meistergriff oder Karadonis oder Schlimmeres geheilt. Gut, wollen wir von vorne beginnen, Eugen. Aber weißt du was? Naja, komm erstmal ehrlich. Oh, das kann Steinkanne. Gut, dann lass mal die Späße. Ich wollte mich eigentlich auf so Sachen wie Aussetzer gehen, aber wenn das mehr als eine Attacke hat, die mir Schaden macht, dann lass mal das. Gut, es macht jetzt keinen Schaden mehr auch, zum Glück. Und jetzt verpisst sich das dann bitte auch mal. Dankeschön. Gut, Spukball schlägt natürlich ins Leere. Jetzt kommt Karadonis, das ist die nächste Plage. Die ich sehr gerne frühzeitig entfernt hätte mit Irrlicht. Tut sich halt Stein kann, das sollte eigentlich auch nicht so viel Schaden machen. Boah, das ist so krank, wie das tankt. Die Tankfähigkeit kann von Jahren, das ist pervers, also das darf sie wirklich überhaupt keinem erzählen. Und die Bürde knockt das Ding wieder fast weg. Bitte kein Crit, das wäre sehr nett. Ein Crit wäre wirklich unverdient. Sehr schön. Warum ich ihn jetzt so low gehen lasse, einfach weil ich auch eigentlich vor bin, das rauszuwechseln. Level 49 noch plus 3 physische Verteidigung. Jetzt kommt Meistergriff. Meistergriff ist nicht lustig. Da musste ich aufs Herzte gehen, was ich habe, nämlich den Sturzflug von Rose. Und hoffen, dass der halt das Ding einfach komplett wegballert. Aber ist nicht mehr das Stärkste, Mann. Was ist denn das Stärkste? Irokex kann es nicht sein. Wer ist noch Kampf in der Generation? Irokex hat mir nämlich schon. Wow, einfach wow. Sturzflug ist super. Aber macht auch sehr viel Recoil, aber es macht nichts. Weishu? Weishu? Warum Weishu? Weishu macht einfach keinen Sinn. Jetzt auch erstmal das in den Turmkick reinrennen lassen können, das wäre auch ganz lustig gewesen. Also erstmal die Kumu-Milch wieder zum Heilen. Ja, Weishu, das ist auch schneller, das. Steinhage, ja, das ist kein Problem. Das ist quasi jetzt schon down. Außer das Crit ist unflinched. Und ist einfach mal des Todes, Bitchy. Man muss halt nur 10 Steinhage lassen. Irgendwann hört das auf. Und er geht auch mindestens einmal daneben von den 10 Mal, denke ich. Critten Flinch war gerade schon ein bisschen hart. Miss. Ja gut, der Miss war jetzt mal langsam an der Zeit eigentlich. Das sollte mich nicht wundern, allerdings sein Miss auch an der Zeit langsam. Was soll man dazu sagen, Freunde? Außer es ist einfach ein Joke. Pff. Das ist einfach nur ein schlechter Witz, Freunde. Außer halt gegen uns an sich nichts. So, ich glaube, ich wäre besser dran gewesen, die ganze Zeit auf Spukball gegangen. Alter, das ist doch echt jetzt mittlerweile Schiebung. Vielen Dank, ey. Jetzt glaube ich auch der Steinhage schon alle. Bevor ich überhaupt hier mal zum Zug komme. Ja, jetzt mir den nächsten Flinch reingedrückt. Jetzt hat sie noch Kehrtwende. Das tanken wir so noch weg, ganz dreist einfach. Konzentrat ist weg, jetzt kannst du wieder flinchen. Ja, das wäre eigentlich so leicht gewesen, wie das Weishu. Unglaublich. Ich glaube, wir werden der Zähne nochmal geheilt, also. Jo.
Das heißt, ich muss nicht viel, gar meine ganzen Tränke verschwenden. Du hast eindrucksvoll den Beweis gestellt, dass du der stärkste Trainer der Pokémon-Liga bist. Gib dich nun zur Statue auf dem Forum und suche die Kammer des Champs auf. Wir haben nicht der Top 4 von allen haben dem Champ geschworen, uns unbedingt unparteiisch zu verhalten. Nun liegt es an dir, junger Trainer. Jo. Das heißt, dann werden wir in der nächsten Partie die Statue aktivieren. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis denne und ciao.